Hallo, ich putze. Dann wollen wir mal. Scheint, als ob du Hilfe brauchst. Vom Höllenboss persönlich, das wär gut. Check mal Daddys Internetbewertung aus. Mega! 5 Sterne! Sind nicht genug! Mit einem Schlag auf das Pentagramm. Geht's wapa boom und fängt dann an. Normalerweise kriege ich ein Opferlamm. Für dich gibt's den Familientarif. Danke, Dad! Wer nimmt den Kellner, kriegt er auch den Chefkoch. Ein Michelin-Menü für dich à la carte. Bin ich der Schiri, dann gewinnst du haushoch. Champagner fließt und Kaviar gibt's, bin ich mal am Start. Wer ist hier als Erster angekommen? Wer ist gläubig wie ne Nonne? Wer steckt dich mit seinem netten Lächeln an? Dein ausführender Produzent. Stimmt schon. Dein Freund, weil ich dich täglich sehe. Und auch dein treuer Hotelier. Ich löse die Verstopfung in deinem WC. Das ist bestimmt, danke, Sir. Ach du. Es ehrt mich wirklich, dass wir so vertraut sind. Oh. Es fühlt sich fast so an, als wärst du mein Kind. Was? Es scheint, als ob ich wie dein Wunschvater bin. Das geht zu weit. Ist schon etwas witzig. Nenn mich bitte einfach Dad. Ich rate dir dank Wissen und Erfahrung, wir stets den leichten Weg an jeder Gabelung. Doch in der Not hilft sicher nur auf Dauer, nicht so nachhaltig wie pure Engelspower. In unseren Adern fließt dasselbe Blut. Leider ist dein echter Vater oft ein Vollidiot. Wählt man sich die Familie, ist das besser. Was für ein Haufen Loser! Schaff deinen Arsch raus aus meinem Song! Ich hab den angefangen! Ich singe und beende ihn! Ach du Reulengestell! Hier bin ich, ich weiß, ihr wartet alles auf mich.